für euch. Ja, wer hätte es gedacht? Steht auch in der Überschrift drin, ne? Deshalb seid ihr vermutlich mit dabei. Hier ist meine Einkaufstüte und ich würde sagen, ich hole das jetzt mal eben alles raus, damit es nicht zu laut ist und ich hier rumkrutschel, hole ich euch gleich wieder mit dazu. Ich habe euch übrigens auch ein paar Eindrücke mitgefilmt, wie es bei uns im Action aussieht, denn viele von euch haben mir geschrieben, dass sie noch nie in einem Action waren und deshalb habe ich ein paar Sequenzen mitgefilmt. Blende ich jetzt während des Videos ein und ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Vielleicht ist eine kleine Inspiration dabei und los geht's. So, hier ist mein Kassenbon. Ich habe das Ganze jetzt nicht nach Kategorien sortiert. Ich nehme einfach ein Produkt und sage ein bisschen was dazu, was ich mir dabei gedacht habe. Bei Action gibt es ja unglaublich viel im Sortiment, also von Haushaltswaren, Deko, Schreibwaren, Bastelkram, Lebensmittel und so weiter. Also für jeden ist da auf jeden Fall was dabei. Falls ihr irgendwas sucht, was Spezielles, die haben sogar Markenprodukte, wie zum Beispiel hier dieses Head & Shoulders. Das kaufe ich ja immer für meine Männer. Und das war tatsächlich um einiges günstiger als jetzt beim DM zum Beispiel oder beim Müller. Und deswegen habe ich es ergattert und mitgenommen. Da sind 450 Milliliter drin und ich habe das extra verglichen. Und ja, ich bin ganz glücklich über diesen Schnapper. Außerdem habe ich mir mal diese Zahnpasta mitgenommen von Colgate. Hat sich interessant angehört, was da drauf steht. Habe ich noch nie verwendet, aber ja, werde ich euch auf jeden Fall berichten. Ansonsten habe ich mir noch ein paar Haarspänchen mitgenommen. Ja, total unspektakulär, aber wenn man die bei DM kauft, kosten die von vornherein 3,95 Euro circa. Und die haben halt jetzt nur einen Bruchteil davon gekostet. Und deshalb durften sie mit, brauche ich immer wieder für meine Haare. Und ich habe auch mal diese Kosmetiktücher hier mitgenommen. Die waren auch sehr, sehr günstig. Dann habe ich ein Spannbetttuch mitgenommen und da war ich tatsächlich doch einige Minuten davor gestanden und habe überlegt, ob die Qualität denn für den Preis gut ist. Ja, der Moritz hat ein Boxspringbett bekommen und hat für seinen Topper eben ein Spannbetttuch gebraucht. Dieses hier ist wirklich ultra groß, also 1,60 bzw. 1,80 x 2 Meter, 7,95 Euro. Und es ist von der Qualität echt bombastisch. Also ich habe das schon gewaschen, deshalb ist es jetzt hier nicht mehr drin. Hier war so ein kleines Säckchen, da war es eben drin. Ich habe es gewaschen und der Moritz hatte schon auch sein Bett. Wunderbar, wirklich. Top-Qualität für den Preis. Also der absolute Wahnsinn. Und das sind ja so spezielle Größen, so Übergrößen, die gar nicht so einfach zu finden sind. Da bin ich jetzt fündig geworden und total happy. Auch wegen des Preises, logischerweise. Dann habe ich noch was Süßes mitgenommen. Das darf bei Action auch immer mit. Toblerone, ich weiß nicht. Also das ist so typisch für mich. Wenn ich im Action bin, nehme ich Toblerone mit. Für mein Patenkind habe ich dieses Teilchen hier mitgenommen. Total süß. Erinnert mich so an die Zeit, als meine Jungs noch klein waren. Und ja, ich glaube, die kennen wir alle. Die haben übrigens auch super, super schöne Osterdeko da gehabt. Ich habe jetzt nicht viel gekauft, beziehungsweise an Deko habe ich soweit eigentlich gar nichts mitgenommen, weil ja, ich genug habe, aber mir ist es so ins Auge gesprungen, dass die Sachen so ultra süß waren. Also falls ihr noch irgendwie was sucht, bei Action gibt es definitiv tolle Deko. Dann habe ich hier noch was zum Basteln für mein Patenkind mitgenommen. Fand ich auch richtig, richtig schön. Also die haben so unglaublich viele Dinge zum Basteln und ich mache ja Karten sehr gerne selbst. Und da gibt es so viele tolle Blöcke mit ganz speziellem Papier und da kann man so tolle Karten mitzaubern, wirklich. Und normalerweise, wenn man
eine richtig schöne Karte möchte, zahlt man dafür ja schon ja, so ab 2,50 Euro, 3 Euro. Und dort bekommt ihr einen ganzen Block dafür und könnt den noch schön verzieren und das so nach eurer Kreativität, sag ich jetzt mal so, gestalten. Und deshalb bin ich zum Beispiel auch super gerne im Action. Dann habe ich noch diese Geschenkanhänger hier mitgenommen. Die waren auch ultra günstig. Die sehen so aus, die haben mich irgendwie total angesprochen. Und ich packe ja öfters mal Pakete auch für euch, Verlosungspakete. Und da kommen dann solche kleinen Geschenkanhänger auf jeden Fall mit dran. Und dann habe ich hier noch für mein anderes Patenkind diese Aufkleber mitgenommen. Die fand ich auch total süß. Also wie gesagt, sie haben auch ganz, ganz viele Spielsachen zum Beispiel. Viele verschiedene Sachen, was Spielzeug betrifft. Also von Puzzle zur Knete, ja, dann Gesellschaftsspiele. Also wirklich alles für wenig Geld. Und dann habe ich hier noch was Süßes mitgenommen, allerdings zum Verschenken. Das war zum Beispiel auch günstiger als jetzt in einem Lebensmittelladen, sag ich jetzt mal, keine Ahnung, im E-Center Real, was es halt so gibt, Globus. Und jetzt kommen wir zu dem absoluten Schätzchen, worüber ich mich total gefreut habe, dass ich es ergattert habe. Und zwar diesen Teller hier mit diesem schönen Waschbär. Und diesen hier mit dem kleinen Rehkitz drauf. Und das Schöne daran ist, dass man die sogar aufhängen könnte. Also hier hinten habt ihr dann so einen Haken und dann könnte man das Ganze aufhängen. Und die waren so günstig. 1,49 Euro hat da jeweils ein Teller gekostet. Richtig, richtig süß. Also falls ihr da vielleicht auch was verschenken möchtet jetzt zu Ostern, könnte man Überraschungsei drauflegen, ein bisschen grün, das schön einpacken und dann zum Beispiel für das Patenkind oder das eigene Kind, je nachdem, verschenken. Dann habe ich mir noch so eine Geschenktüte mitgenommen. Die fand ich auch ultra schön. Make Life Fun. So sieht die aus. Die sind ja normalerweise auch echt teuer, ne, wenn du die bei DM kaufst. Und bei Action gibt es ganz, ganz viele verschiedene Motive für wenig Geld. So, dann hatte ich noch Geschenkpapier mitgenommen, das habe ich aber schon verräumt und noch so ein paar andere Kleinigkeiten, die jetzt schon in die Schränke gewandert sind. Aber ich kann es euch wirklich empfehlen, schaut es euch einfach mal an, macht da eure Erfahrung, geht mal rein. Es gibt natürlich auch viel Krutsch bzw. viel, was jetzt vielleicht vom Material oder ja, von der Lebensdauer nicht wirklich gut ist. Ich habe da zum Beispiel was fürs Büro gesehen, so Ablagen, die waren total günstig. Als ich den Preis gesehen habe, dachte ich mir, oh ja, die nimmst du mit. Kannst du dann die Blätter so ablegen, kannst du so aufeinander stellen. Aber als ich es dann in der Hand hatte, hat man schon gemerkt, also das fällt sofort auseinander, wenn du das einmal berührst. Und deshalb habe ich es natürlich da gelassen. Also da muss man natürlich ganz klar schauen, was passt und was eben nicht. Ja, meine Lieben, dann war es jetzt soweit von mir. Ich hoffe, dass euch dieser kleine, aber feine Action-Haul gefallen hat als Inspiration. Und dann würde ich sagen, freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut und bis dann. Ciao!